Wenn ein Baby niest, heißt das doch, dass es erkältet ist, oder? Niesen tun tatsächlich die meisten Babys. Das ist super häufig und erstmal ein angeborener Reflex, hat nichts mit einer Erkältung zu tun. Wenn dein Baby röchelt, also irgendwie so, als hätte es Schnupfen, dann liegt es meistens daran, dass die Nase zu ist, weil die Atemwege, kann man sich vorstellen, bei so einem kleinen Baby, sind meistens noch ziemlich eng. Und wenn dann einmal die gute Muttermilch oder Flaschenmilch da reinläuft beim Trinken, dann können sie schöne Stillpopel oder Ähnliches bilden und die blockieren dann die Atmung. Gegen Niesen bei Babys kann und muss man erstmal gar nichts tun. Wenn dein Baby allerdings eine richtig verstopfte Nase hat und nur noch so röchelt, dann solltest du auf jeden Fall etwas tun. Es gibt drei Dinge, die du tun kannst gegen eine verstopfte Nase bei deinem Baby. Und zwar ist das erste Absaugen. Es gibt ja diese schönen Absauggeräte, die kann man haben, muss man nicht. Wenn ihr die da habt, einfach versuchen, schön diese dicken Stillpopel-Dinger oder Ähnliches aus der Nase zu saugen und damit deinem Baby das Atmen ein bisschen leichter zu machen. Das zweite ist durchspülen mit Kochsalzlösung. Und zwar kannst du diese 0,9%ige NaCl-Lösung, heißt die, in der Apotheke kaufen, einfach zusammen mit so einer 2 Milliliter Spritze zusammen, so einer Plastikspritze. Und damit darfst du richtig einmal im Strahl in das Nasenloch von deinem Baby spülen. Am besten ist dabei so ein bisschen aufrecht halten, damit es sich nicht allzu doll verschluckt. Es kann sich ein bisschen verschlucken und das Ganze auch nicht ganz so gerne mögen, aber es kann nichts passieren. Es ist ganz ungefährlich und garantiert vor allem für eine über mindestens mehrere Stunden freie Nase. Das dritte, was du machen kannst, ist Nasentropfen für Babys. Es gibt auch schon für Babys abschwellende Nasentropfen mit einem Wirkstoff drin. Das würde ich wirklich nur in den äußersten Notfällen machen, weil ständig dem Baby diese Nasentropfen zu geben, ist nicht gut. Aber wenn es so eine zu hohe Nase hat und die ersten beiden Schritte nicht helfen und es wirklich kaum mehr trinken will, dann sind Nasentropfen zu geben eine bessere Lösung, als gar nichts zu tun. Du kannst diese frei verkäuflich in der Apotheke bekommen. Wenn aber bei euch zu Hause jemand erkältet ist und dein Baby so richtigen Schnupfen hat, also es wirklich rausfließt, dann kann es natürlich trotzdem mal sein, dass dein Baby sich angesteckt hat, vor allem auch wenn es Husten hat oder Ähnliches. Auch das ist erstmal nicht schlimm. Aber wenn es so richtig zu hohe Nase hat, dass es gar nicht mehr gut trinken will wie sonst, oder wenn es eine Temperatur hat von über 38,5 Grad oder wenn es wirklich starken Husten hat, würde ich einmal zu deinem Kinderarzt, deiner Kinderärztin gehen und das einmal abklären lassen, weil die Kleinen eben noch so klein sind. Zu Fieber bei Babys und Kindern gibt es übrigens von mir noch ein extra Video. Also, wenn euer Baby niest, heißt es sehr wahrscheinlich nicht, dass es erkältet ist. Und ihr wisst jetzt auch, was ihr tun könnt, wenn euer Baby eine verstopfte Nase hat. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich freue mich riesig über Themenwünsche und Feedback in den Kommentaren und vor allem, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Nele.